Hi, wir melden uns ja mal wieder aus dem Fraktionsbüro nach der Fraktionssitzung der SPD und haben heute unter anderem über das PUR-Modell gesprochen, Lisa, das dich auch ganz konkret als Lehrkraft beeinflusst. Genau, das PUR-Modell wäre eine Unterstützung für uns oder ist eine mögliche Unterstützung für den Unterricht an sich, für die Lehrkräfte. Momentan ist es so, dass Integrationsfachkräfte sich um bestimmte Kinder in der Klasse kümmern und die aber nur fixiert auf ein Kind sind. Durch das PUR-Modell besteht die Möglichkeit, das innerhalb des Klassenverbundes aufzulockern und an sich übergreifender die Fachkraft auch hantieren darf. Aber wir wissen auch, es bringt Problematiken noch mit sich und auch bestimmte Punkte, die man nochmal aufgreifen muss. Dazu kannst du uns ja nochmal was sagen. Ja, du sagst es schon, wir sind im Grundsatz dafür. Wir glauben, das beendet die Stigmatisierung einzelner Kinder, neben der dann immer eine erwachsene Person sitzt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch bestimmte Beispiele, wo eine Einzelfallbetreuung notwendig ist. Das muss auch weiterhin möglich sein. Ich finde auch, dass Schulen eine Übergangszeit brauchen, in der sie sich an dieses neue Modell anpassen können. Das kann vielleicht noch ein Jahr dauern. Das schauen wir mal und werden wir in den Antragsberatungen jetzt in den nächsten Wochen einbringen. Für uns ist aber klar, wir wollen das PUR-Modell. Wir wollen übergreifende Integrationsfachkräfte in den Klassen. Und deswegen setzen wir uns dafür kommunalpolitisch ein.